Ja, hallihallo, herzlich willkommen zum 10. Teil meiner Half-Life Tactics Reihe, dem Guide, wie bekomme ich alle Polymere, wie löse ich die Rätsel, was mache ich, wenn ich an einer Stelle nicht klarkomme. Unseren Rabbit Dog, den legen wir mal genau dahin, weil wir müssen von unserem Portal zur Sonne der Combine die kaputt machen und hier wieder her. Und deswegen legen wir den da genau hin, weil auf die Art und Weise, tja, müssen wir dann nicht durch die Gegend schleppen, ne? So, da ist auch schon unser erstes Polymer. Hier ein bisschen gucken. Ja, auf dem Rückweg ist es hier ein bisschen hektisch. Deswegen ist es ganz gut, wenn man dort die Passagen so ein bisschen im Auge behält. Da ist Nummer 2. Da haben wir eine Spritze. Das finden wir spitze. Das ganze Zeug lege ich mal darüber. Denn da kommt gleich noch so viel, was wir sammeln können. So, und da oben auf der Lampe, da ist Nummer 3. Im nächsten Raum gibt es auch noch mal 3, glaube ich. So. Zack, einmal Muni. Und jetzt geht es auch schon los. Zack, zack. Da ist unser nächstes Polymer. Da haben wir noch ein Magazin. Da oben. Da oben ist unser fünftes. Okay. So. Unser fünftes und da hinten in der Ecke, da ist Nummer 6. So. So. Einmal gescannt. Und jetzt kommt der Part, wo man speichern sollte. Ich will nicht sagen, dass das ein bisschen was mit Glück zu tun hat. Das hat alles was mit Können zu tun, aber es ist halt so, manchmal hat man halt Pech. Ne? Und dann ist es besser, man hat vorher gespeichert. So. Denn die Kugeln fallen halt nicht immer gleich. Und das sorgt dafür, na, jetzt zum Beispiel, ja, das ist nicht immer so, dass die so fliegen. Und dann muss man halt sehen, was man mit der Situation anfängt, die man dann hier hat. Ja, der rollt da gleich noch rein. Ich hoffe, dass der uns jetzt nicht Probleme macht. Und da, ne, haben wir jetzt so eine Ecke, die ist jetzt gefährlich geworden. So. Okay, das war aber schon mal ganz gut. Den rollen wir einfach mal nach da. So, dann sind die beiden da schon mal weg. Ich glaube, dann können wir hier schon rüber. Genau. Und dann sind die beiden da drin. Und dann, ja, kommen wir gleich zu der Ecke, die tatsächlich... Ach, seht ihr, jetzt habe ich tatsächlich... Das ist jetzt gut gelaufen. Weil wir können jetzt hier rüber, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass wir da irgendwie doch in den Strahl reinkommen. Denn hier mache ich es zum Beispiel so. Ich nehme mir diese eine Kugel hier und bewege die so lange, bis die quasi ins Rutschen kommt. Und dann rutschen alle runter. Und jetzt haben wir tatsächlich das Gute, dass man hier nicht aus Versehen reinkommt. Und ob da jetzt eine ein bisschen krumm drin liegt oder ein China-Feldensack Reis um, das kann uns dann auch egal sein. Ne? Und hier können wir zum Beispiel die nehmen und die da einfach reinstoßen. Und dann sind wir die auch schon wieder los. So. Hm. Ja. Okay. Das kann auch günstiger kommen, weil manchmal rollen halt nicht so viele weg. Denn jetzt haben wir tatsächlich hier den Punkt. Die fangen von alleine an zu rollen. Und
da wollen wir halt auch nicht, dass wir aus Versehen jetzt hier wieder in irgendwas reingezogen werden, wo wir nichts für können. So. Die vier Teile werden nur ausgelöst und deswegen mache ich jetzt trotzdem nochmal einmal speichern. Werden nur ausgelöst, wenn wir das Rätsel verkacken. Also wenn wir das nicht schaffen. Und deswegen macht es hier auch Sinn, lieber ein bisschen langsamer und vorsichtiger das Ganze zu machen. Denn wenn wir die jetzt, wenn die jetzt hier runterkommen, müssen wir einmal. Müssen wir einmal da oben drauf und dann auf die andere Seite, damit wir da nicht aus Versehen von den Dingern gebraten werden. Man muss ja sagen, hier ist schon ganz schön was los auf der Kugel. Ne? Das ist ja auch jetzt hier nicht. Und es sind auch drei. Ich meine, es ist kein Problem, wenn die Dinger da runterfallen. Aber man muss halt einigermaßen flott auf die Plattform rauf. Aber warum sollte man das machen, wenn es auch ohne geht, ne? Oh, Leute, los, haut ab jetzt hier. So. Ne? Und schon ist der Weg frei für uns. So. 6 Polymere haben wir bis jetzt. Kardon. So. Hier haben wir auch wieder 3, glaube ich. 3 müssten wir haben, ja. Einer hier hinten in der Ecke. Einer hier zwischen den Kisten. Ja, da sind wir reingekommen. Das packe ich einmal zur Seite. So. Und der eine, der ist echt fies versteckt. Der sitzt nämlich da oben auf der Lampe. Den erreicht man von hier. Oh. Naja, oder auch von beiden Seiten. Zack. Und damit haben wir 9. Mit 30 sind wir gestartet. Und jetzt haben wir 39. So, jetzt nehmen wir uns hier noch den Kollegen mit. Und den hier. Und dann packen wir die Energiezelle da rein. Zack. Und den packen wir auch gleich rein. Und nur so als Tipp, ich weiß ja, wir kommen hier wieder vorbei. Ich würde den schon mal fertig machen, dass man ihn auf jeden Fall gleich benutzen kann. Denn auf dem Rückweg ist es nicht so entspannt. Da haben wir etwas mehr Hektik. Es wird zwar auch schon einmal auf dem Hinweg etwas hektischer, aber der Rückweg, wobei man ganz ehrlich sagen muss, man darf oder man sollte, also hier müssen wir einfach beide Pattern eintragen, ne? Dam, 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 dam. Jetzt nehmen wir noch den, den und den. Und dann nehmen wir noch den, den und den. Und sind wir fertig. Ne? Einmal die und die, beide eintragen, fertig. Auf dem Rückweg macht es auf jeden Fall keinen Sinn, übertriebene Hektik zu haben. Da darf man ruhig cool sein. Und sich dementsprechend nicht ganz so doll stressen lassen. Das hat dann schon Sinn. So, hier haben wir auch nochmal 2. Ja, genau, hier haben wir auch nochmal 2. Und da liegt jetzt auch unser Gedönszeug rum. Einer ist da unten. So, und der andere, der ist da. Zack. Damit haben wir jetzt 11 von 15. So.
hier muss ich mir meine Waffe noch mal so ein bisschen, ja, aufdröseln. Da würde ich jetzt hier das erweiterte Magazin nehmen. Das bedeutet auch, dass wir jetzt gleich genau immer die Anzahl da stehen haben, die wir hier gesammelt haben. Denn die 30, die wir vorher hatten, die sind ja jetzt weg. So, dann können wir die auch schon mal gleich durchladen, richtig. Achso. Und eins kann ich euch jetzt schon mal verraten. Das ist auch nochmal so ein Ort, wo es sich lohnt zu speichern. Ne? Was ich auf jeden Fall hier brauche, ist die Granate. Und ich nehme eine Spritze so mit. Denn gleich kommt der erste, ja, sagen wir mal, etwas anspruchsvollere Teil. So. Und da sollte man, also zumindest mache ich es so. Ach, da haben wir sogar noch eine Spritze. Das finde ich ja spitze, aber das wird mir irgendwie zu hektisch, die jetzt alle mitzunehmen. Ja, wir kommen jetzt dahin, genau. Also hier ist auf jeden Fall nochmal gutes Ding, um zu speichern. Thank you.
hier muss man tatsächlich sich schon ein bisschen konzentrieren. Das ist also nicht mal so eben eine schnelle Nummer, mal eben durchgehüpft. Da muss man schon so ein bisschen nachdenken. So, das ist Nummer 12. Den tun wir erstmal wieder zur Seite, damit das Gepiepe aufhört. Und so viele schöne Spritzen. Aber die brauchen wir jetzt ja gar nicht. Weil wir haben ja da vorne so einen schönen Wurm, den wir pressen können. Also packen wir uns die lieber wieder in Handschuh und holen uns das Würmchen. Ah, den da oben haben wir geholt. Genau, jetzt überlege ich gerade, war hier noch einer? Wir brauchen noch drei. Ne? Ja, nee, denn die drei, die kommen dann noch. Genau. Da haben wir auch noch die Hälfte drin. Das heißt, auf dem Rückweg können wir uns da auch noch mal was nehmen. Ja, jede Mähne, drei, genau. Ach, da habe ich die beiden Magazine, die tun noch ganz gut. Die waren super. So, da haben wir auch noch was drin. Aber die können natürlich erstmal voll machen. Munitionstechnisch sehen wir also wunderbar aus. Okay. Rampam, papam. Genau, hier sind nämlich jetzt die letzten drei und ich mache das ganz gerne so. Ich mache das so, mache das so, mache das so. Dann kann ich mir den da holen. Ja, da ist die, da ist die Tür, wo wir gekommen sind. Dann kann ich mir den da holen. Und ich kann mir die Nummer 14 holen, 15 holen. Und damit haben wir alle 15 Polymere weg. So, das hätten wir schon mal. Ja, leider muss man, um jetzt die letzten, die man hier gesammelt hat, die letzten fünf, wenn man die jetzt wirklich ernsthaft noch in Upgrades umsetzen wollte, da steht das Piepding, dann müsste man tatsächlich das Ganze jetzt auf dem Rückweg machen. Das ist technisch möglich, aber da hat man natürlich wirklich Stress und Hektik. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich könnte jetzt mit den 15 Polymeren, könnte ich jetzt gerade mal hier noch das Reflexvisier drauf machen. Aber das ist, glaube ich, irrelevant, ob das da drauf ist oder ein China-Feldsack-Reis um. Das wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Aber zumindest, ihr habt es gesehen, wir haben alle 170 Polymere jetzt gesammelt. So, ja, kurz mal gucken. Das ist da. Da. Und schon ist der Weg frei. Ja. Ja, und zurück können wir jetzt hier nicht einfach gehen, weil da ist ja die diese Schwebebrücke, nenne ich es mal, die uns da so ein bisschen das Leben schwer macht, ne? So, hier ein paar Altbekannten. Der hat nichts mehr zu sagen. So, dann wollen wir das mal gleich hier schon wieder auffüllen. Ja, hier sind noch so ein paar Goodies versteckt. Hier ist noch einmal Muni. Und ich glaube, hier ist das auch so ein bisschen variabel. Je nachdem, ob man noch gut bestückt ist oder nicht. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel nichts drin. Aber hier ist eigentlich immer noch was drin. Genau. Ha, na, seht ihr wohl? Ja, da ist jetzt auch weniger drin gewesen als beim letzten Mal, wo ich hier war. So, surprise, surprise, ja. Ja, und damit war es das hier schon. Ja, wir haben natürlich auch wirklich, also sehr gut, sind auch noch im Futter, was die Munition angeht. Ach ja, genau. Es ist zwar hier eigentlich kein besonders schwieriges Ding jetzt, aber
So, mit diesen schönen Bällchen können wir hier die Ameisenlöwen kaputt machen. Aber es hat einen Nachteil. Diese Bällchen, die sind unheimlich intensiv, will ich mal sagen. Das heißt, wenn wir zu dicht dran stehen, ach, das gibt's ja jetzt nicht. Dann zieht uns das ganz schön in Mitleidenschaft. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst kriegen wir selber einen auf die Mütze. So, da ist jetzt der nächste. So. Abhauen. Ey! Oh. So. Na, wo ist das? Ach. Ach, shit. Und das war es dann schon wieder fast mit unserer schönen Munition. Geblieben. Oh, so viel Munition. Alles wieder. Jetzt bringt einen ja fast ein bisschen Ärger. Ne? Wobei, wir bekommen natürlich hier noch ordentlich was. Das ist eigentlich kein Problem. Hier gar keiner mehr. Nö, anscheinend nicht. Ja, dann war's das hier. So, wie war das? Die beiden blauen. Ach nee, die sind tatsächlich jedes Mal anders. Ja, aber so macht's eigentlich Sinn. Rot, rot, blau, blau, genau. Das lässt sich merken. Zack. Zack. Achso. Ach, Leute. So, okay. Ja, wir haben sogar noch volle Energie. Ja. Vielleicht sind wir traurig. Wir sind zu spät. Oh no! I'm too late! Ja. So, er muss mal eine Pause machen. Das ist doch wohl ein bisschen Muni immer noch. Und also was auf jeden Fall, ja jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass man sich ordentlich Schrot für zum Schluss aufhebt. Also ich habe jetzt, ja so viel brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich habe jetzt hier schon ordentlich Schrot. Das habe ich innerhalb des Spiels relativ wenig gebraucht. Aber das ist so, gerade wenn man auf dem Rückweg ist, da kann
der Schrot schon ganz nett sein. Achso, oh, das ist ja gemein. Ich habe gedacht, das... Oh. So. So, ich glaube, jetzt müssten wir auch schon auf der anderen Seite angekommen sein. Ja, das sind wir. So. Dann aktivieren wir nachher auch noch mal richtig Munition. Ja, und wenn man jetzt wirklich wenig hat, dann liegt hier auch noch ein bisschen mehr. Also man hat eigentlich immer genug Munition. So, ich merke mir das hier eigentlich immer so. Bei dem ersten fange ich an mit dem Dings nach oben. Und auf die Art und Weise, wenn der oben ist, dann... Ach Quatsch, Entschuldigung. Der muss nach da, der muss nach da und die drei müssen nach oben. So, also ich merke mir das mit den Böbeln, ne, mit denen. So, alles schon mal so grob. Oh, die sind aber auch sehr empfindlich, die Dinger. So, ne, die zu sich, die nach oben. Bam. Den kann man sich eigentlich auch ganz gut merken. Wobei ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich gerade, wenn so Rätsel sind, das Problem habe, ich kann die noch so oft gemacht haben. Ich fummel jedes Mal wieder neu dran rum. Es gibt auch in der normalen Kampagne von Half-Life, da gibt es eine Passage, wo man da die Ameisenlöwen hat und muss zum Schluss das Tor aufmachen. Und ich habe das schon so oft gespielt und jedes Mal wieder aufs Neue stehe ich da vorm Rätsel. Aber hier mache ich es einfach so, wenn die beiden unten sind, dann passt der ganze Spaß. Der Rest geht ja dann nur auf die Art und Weise zu Ende. Und hier ist es so, dass man einfach den links unten mit dem Kreuz nach oben hat. Links unten, Kreuz nach oben. Also einmal... So, links unten Kreuz nach oben und alle anderen passen dann. So. Und so. So. Wollen wir mal die Sonne rausholen? Stelle, wenn ich die Sonne jetzt freigelegt habe, dann ist so ein Punkt, da speichere ich dann doch noch mal ganz gern. Und relativ effektiv lässt sich die mit der Schrotflinte freilegen. Halt den Tipp, klar, wir dürfen von den Roten da nicht erwischt werden. Aber wenn man jetzt übertriebene Hektik an den Tag legt, dann ist das nicht nur gut. Wir bekommen jetzt etliche Gegnerwellen auf dem Rückweg und die Gegner sterben auch durch die rote Sonne der Combine. Und auf die Art und Weise. Ach so, ja, haben wir nix, klar. Und auf die Art und Weise haben wir halt dann unter Umständen so manche Gegnerwelle schon neutralisiert, gegen die wir gar nicht kämpfen müssen. Wir müssen dann halt nur zum Schluss gucken. Da müssen wir dann doch... Da müssen wir den doch.
wir schon mal zwei verpult. Jetzt müssen wir nur aufpassen, da kommt der nächste. So, dann ist der schon mal weg. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Immer gleich nachladen. Seht ihr schon, da kommt der nächste Schmott. Aber wir können hier trotzdem noch in aller Ruhe einsammeln, was wir haben wollen. Und dann eben hier uns weiter auf den Weg machen. Halt, stimmt. Ja, das ist... Ein, zweimal hatte ich hier auch schon so meine Problemchen. So, hier wird es jetzt auch gleich lustig. Sind wir voll ausgerüstet. Halt, wir speichern. Seht ihr, was ich meine, ne? Es sich auch. Ah, nee, hätten wir früher machen müssen.
Dunkle hinterher. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Und gleich rauf. Teddy greifen und ab geht er. Jawohl, ja. Und damit haben wir es geschafft. Damit haben wir es geschafft, Outer Rim alle Polymere zu sammeln. Also das war jetzt erstmal schon ganz gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt einen Kill? Ich glaube, ich hatte keinen. So soll es eigentlich laufen. Ja, und damit ist der normale Guide erstmal fertig. Alle Polymere sind da. Aber Dr. Rabbit ist hier. Und wie wir sehen, da muss er hin. Und wie man das Bonuslevel verhältnismäßig gut, einfach und sauber übersteht, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja, bis dahin würde ich sagen, macht's erstmal gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, weitersagen mit der Kampagne. Die ist so gut. Das dürfen mehrere Leute spielen. Ich denke, das sollte jeder auf seiner To-Do-Liste drauf haben. Und natürlich, wie immer, ihr dürft gerne abonnieren, ihr dürft gerne ein Like da lassen. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch Kommentare oder Ähnliches dazu schreibt. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dahin erstmal, bis zum nächsten Mal. Ciao.